Guten Tag, meine lieben Zuschauer, und willkommen zu meinem neuen Video, zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie man eine PS4 aufschraubt, um sie vom Staub zu befreien. Ich habe meine PS4 im Jahr 2014 gekauft. Das war vor 3 Jahren. Wenn man die Grundrechenarten beherrscht, kommt man auf das Ergebnis 3 Jahre. Und ich dachte, es wäre an der Zeit, meinen Staub zu entfernen. Ich habe das schon gemacht. Das heißt, ihr werdet jetzt hier drin nicht mehr so viel Staub vorfinden. Aber für diejenigen, die eine PS4 haben und die schon ein bisschen länger ist, ein bisschen älter ist und vielleicht sogar schon ein bisschen lauter geworden ist, für die ist es vielleicht interessant, mal zu wissen, wie man die aufschraubt. Ich werde die auch nicht komplett auseinandernehmen, bis aufs Mainboard. Also da, wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr gleich wieder wegklicken. Sondern bis zum Lüfter werden wir uns hier in diesem Video vorarbeiten. Bevor ich anfange, nochmal ganz kurz zur Sicherheit. Ich übernehme keine Garantie dafür, dass es bei euch genauso klappt. Und wenn eure Konsole kaputt geht davon, übernehme ich dafür keine Haftung. Seid einfach vorsichtig und dann dürfte nichts passieren. Okay? Bei solchen elektronischen Geräten ist es immer so, wenn man die aufschraubt, einfach nicht zu viel Kraft anwenden. Sonst ist das immer sehr schlecht. Und was natürlich ganz wichtig sein sollte, wenn ihr den Staub entfernen wollt von der PS4, nehmt keinen nassen Lappen oder so, weil Feuchtigkeit und Elektronik verträgt sich auch nicht. Gut, ich fange mal an bei einer Sache, die man aufmachen kann, ohne dass die Garantie erlischt. Also die Sache kann man ganz einfach öffnen. Und zwar dieses hochglanzpolierte Teil. Also das obere rechte, wo das Logo drauf ist und der Schriftzug. Das ist hier jetzt im Klavierlack. Die neueren PS4s haben das schon so normal. Matt, so wie der Teil. Dieses obere Teil hier kann man einfach abziehen. Das geht. Man nimmt hier, man setzt mit den Fingern hier an und übt ein bisschen Druck aus. Und dann kann man das schon ganz einfach entfernen. Dann seht ihr das. Erstmal denkt man sich, wow. Ich habe nämlich hier drin auch schon Staub gefunden, als ich die sauber gemacht habe. Deswegen zeige ich es einfach nochmal. Hier seht ihr ganz viele Schrauben. Und hier ist eine Schraube, mit denen, sieht man das? Dort sind die PlayStation-Knöpfe quasi drauf. Kreuz, Viereck, Kreis und Dreieck. Diese Schraube werden wir entfernen. Diese Schraube hält nämlich die Festplatte fest. So, dafür brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher. Ich schaue mal kurz, welche Größe und dann schreibe ich die. Und dann blende ich die ein. Genau. Ist es da? Nee. Vielleicht eine Nummer kleiner. Genau. Okay, es ist ein PH00. Ich bin kein Handwerker. Ich glaube, es steht für Philips Doppel-Null. Genau, wie gesagt, diese Schraube hier unten werden wir jetzt einfach rausdrehen. Die ist nicht zu fest drin, also das kriegt man auch gut mit so einem kleinen Schraubenzieher hin, wie ich ihn hier habe. Mit so einem filigranen Schraubenzieher. Ne? Gut, die Schrauben. Auf die Schrauben bitte aufpassen, denn ihr wisst, solche Dinger verliert man schnell. So, wenn die Schraube raus ist, könnt ihr ganz einfach die Festplatte hier anfassen an dieser kleinen Lasche und einfach rausziehen. So, dann habt ihr sie in der Hand. Das ist eine Samsung-Festplatte. Im ersten Moment habe ich gestaunt, dass Sony die nicht selber herstellt, aber gut, ich meine, die von Samsung scheinen genauso gut zu sein wie, ne? So, und dann könnt ihr mit einem Wattestäbchen einfach hier so ein bisschen rumwischen. Ihr könnt auch, das empfehle ich euch sogar vom Baumarkt, eine Flasche mit Druckluft kaufen. Das sind so eine kleinen Dosen, mit denen man quasi Druckluft sprühen kann. Die machen sich für sowas sehr gut, aber passt da bitte auf, denn manchmal kommt da so ein bisschen Wasser mit raus aus diesen Flaschen. Also ja, seid einfach vorsichtig. Falls ihr auch übrigens eure Festplatte wechseln wollt, es gibt für die PS4, Samsung stellt die, glaube ich, auch her. Festplatten in der Größe, die haben 1 TB und 2 TB. Das heißt, wenn euch die 500 GB nicht reichen, die hier normalerweise drauf sind, könnt ihr auch ganz einfach eine neue Festplatte kaufen, die hier einfach reinsetzen, ein bisschen schieben, bis die Löcher hier wieder übereinander sind, die Schraube wieder einsetzen. So, na, 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 na. Zwei linke Hände schlagen wieder zu.
Und dann einfach wieder festdrehen. Und es reicht auch, wenn ihr die Hand festdreht. Wie gesagt, das sind elektronische Geräte, keine Autos oder so. Das heißt, die Schrauben müssen nicht bombenfest sitzen. Also ihr montiert hier keine Reifen an euer Auto, sondern das ist bloß eine Schraube, die die Festplatte drin hält. Also dreht sie einfach so fest, dass sie mit der Hand noch wieder rauszudrehen geht und dann ist alles in Ordnung. So, dann machen wir den Spaß wieder hier dran. Das wird ein bisschen fummelig, aber man kann das Ding einfach wieder. Na, so. Ranschieben. So, das war schon alles, was ihr machen könnt, ohne eure Garantie erlöschen zu lassen. Ist nicht viel, aber im nächsten Schritt gehen wir ein bisschen tiefer vor. So, für unseren nächsten Schritt müssen wir die PS4 einmal umdrehen und uns die Rückseite anschauen. Da wird das bei euch noch so sein, dass hier, hier, hier und hier Aufkleber dran sind. Das heißt, diese Schrauben werdet ihr erst gar nicht sehen. Das hat den Hintergrund, das sind quasi solche Garantieaufkleber. Auf diesen beiden Aufklebern hier steht drauf, irgendwie auf Englisch Garantie, dass die Garantie halt erlöscht, wenn man sie entfernt. Und wenn man die Sticker abzieht, dann erscheint auf dem Sticker auch so ein Schriftzug, dass die Garantie erloschen ist. Also auch wenn man die wieder rankleben würde, man würde sehen, dass die Garantie tot ist. Und die Aufkleber hier, beziehungsweise hier, sind einfach nur schwarz, da steht nichts drauf. So. Wenn ihr diese Aufkleber entfernt habt, die sind ziemlich fest dran. Also die sind wirklich fest. Vor allem die äußeren hier sind ziemlich fest dran. Ich empfehle euch ein Taschenmesser, aber seid bitte vorsichtig, schneidet euch nicht in den Finger. Und dann fahrt ihr einfach so unter und hebt das so ein bisschen an, dass ihr mit dem Finger das abziehen könnt. Die Sticker dürften auch in einem Zug abgehen. Also das sind keine solche nervigen Dinger. Also nicht sowas hier. Na, hier, das hier. Die gehen einfach in einem Zug ab. So, das hier sind speziell. Und dann, wenn man. Na, also, nochmal. Hallo. Von vorne. Wenn ihr die Aufkleber entfernt habt, dann seht ihr hier die Schrauben. Ja, Fokus. Fokus, Fokus. Fokus, Pokus. Nicht auf meine Bettwäsche, sondern auf die PS4. Ja, hier. Das sind Spezialschrauben. Das sind keine normalen Kreuz- oder Schlitzschrauben. Das sind Torx 9 oder 8. Muss ich mal kurz schauen. Ich habe ein Spezialset. Das ist ziemlich gut. Das ist das einzige Schraubenzieher-Set, wo es diesen Schraubenaufsatz gibt. Und dazu hat man noch allen andere Möglichkeiten. Ich habe noch nie solche Schrauben gesehen. Ich habe noch nie solche Schrauben gesehen. Ihr braucht den hier. Und das ist ein T9. Fokus. 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 T9. Mit Loch. Das ist wichtig. Das Loch muss drin sein, sonst wird das nichts. So. Dann setzt ihr das einfach rein. Und dann beginnt ihr einfach, diese vier Schrauben hier rauszudrehen. Ganz locker, einfach. So fest sind die nicht dran. Einfach raus damit. So, ich mache das jetzt hier mal. Ich spule da so ein bisschen vor. Denn ich glaube, es gibt Spannenderes, als Leuten beim Schrauben zuzusehen. Und wie immer, packt euch die Schrauben bitte gut weg. Am besten sogar noch in der Reihenfolge, wie ihr sie rausgedreht habt. Also, dass die auch wieder hier oben reinkommt. Das sind zwar alles die gleichen Schrauben, aber. Naja, macht's einfach. Bitte macht's einfach. So, jetzt haben wir die Schrauben entfernt. Jetzt müsst ihr. Das geht jetzt ein bisschen schwer. Ihr müsst jetzt hier mit dem Finger. So, hier mal so in diese Rille fassen und mal versuchen, das Gehäuse so ein bisschen anzuheben. Könnt auch mit dem Daumen so ein bisschen drücken. Denn jetzt geht es quasi darum, das Gehäuse. Ach so. Ihr müsst die PS4 dafür umdrehen. Also, dass die Unterseite quasi sichtbar ist. Und dann hebt ihr das hier so an. Es geht, wie gesagt, ein bisschen schwer, vor allem hier in der Ecke. Aber wenn ihr so ein bisschen mit den Fingern so unterhebt und das dann so hoch macht,
könnt ihr das ganze untere Ende der PlayStation abbauen. Es kann auch sein, dass ihr hier drin so ein bisschen Staub findet. Das einfach mit so einem Tuch oder sowas wegwischen. Trockenes Tuch bitte, macht es nicht nass. Macht hier nichts mit Feuchtigkeit. Nein, ich sag's nur nochmal. Ich sag's nur, ich will nur sicher gehen. So, und dann sehen wir auch schon unseren tollen Lüfter. Hier ist er. Wie gesagt, bei mir war da echt nicht viel Staub dran. Jetzt ist hier noch so ein bisschen dran. Ist auch schon eine Weile her, dass ich es sauber gemacht habe. Aber ich habe da jetzt auch nicht so die Nötigkeit empfunden. Er war halt nicht mega zugestaubt. Ne, das kommt auch immer drauf an, in welchem Umfeld ihr eure PS4 betreibt. Bei mir hat sich nach 3 Jahren echt wenig Staub angesammelt. Wenn ihr jetzt in einem Haushalt lebt, wo geraucht wird, in dem Zimmer, wo die PS4 steht, oder wenn es bei euch generell staubig ist, wenn ihr irgendwie mal was gebaut habt oder eingebohrt habt oder irgendwie Baustaub rumfliegt oder was auch immer, keine Ahnung, wenn ihr auf einer Baustelle spielt, dann kann es durchaus vorkommen, dass hier weitaus mehr Staub drin ist als geplant. So, ihr könnt mit Wattestäbchen hier so zwischenfahren, das habe ich ein bisschen gemacht. Ihr könnt mit Druckluft den Lüfter reinigen, aber nochmal, das müsst ihr wirklich beachten, das sagen, glaube ich, alle. Ich habe jetzt noch kein Video gesehen, wo das nicht erwähnt wurde. Ihr könnt auch mit dem Staubsauger vorsichtig rangehen, aber wenn ihr den Lüfter mit Druckluft sauber macht, ob ihr nur die Luft hier gegenpustet oder einsaugt, haltet den Lüfter fest oder fixiert ihn irgendwie, weil wenn der sich dreht, kann es passieren, dass der Lüfter, ich bin kein studierter Techniker, aber es kann wohl irgendwie passieren, dass der Lüfter Elektrizität generiert und dann das Mainboard abschießt, weil dann der Strom irgendwie falsch fließt oder keine Ahnung. Also haltet oder klemmt euch hier ein Wattestäbchen zwischen oder haltet ihn mit der Hand einfach fest. Aber bitte passt auf, dass sich der Lüfter nicht frei dreht, wenn ihr irgendwie den reinigt oder so, weil das könnte eure PS4 nämlich töten. So. Wenn ihr, also der Lüfter ist ja hier und der hat noch so ein Lüftungsgitter, das ist hier so, hier unter. Das könnt ihr entfernen, aber ich habe das mal probiert. Das funktioniert bei mir nicht so gut. Das hier ist das Netzteil der PS4. Das könnt ihr abmachen, indem ihr diese Schraube hier, diese Schraube hier unten, diese Schraube und diese Schraube entfernt. Aber das Problem ist, dass diese beiden Schrauben bei mir gar nicht rausgehen. Ich glaube, entweder habe ich die falschen Größen oder ich brauche bessere Schraubendreher, weil mit diesen kann man ja nicht so viel Kraft aufbringen. Bei mir gehen die nämlich partout nicht raus. Das möchte einfach nicht funktionieren. Gerne hätte ich es euch gezeigt, wirklich. Aber wenn ihr die Schrauben rauskriegen solltet, dann wäre das natürlich auf jeden Fall super. dann könnt ihr nämlich vorsichtig wieder das Netzteil ein bisschen anheben. Müsst aber wirklich, bei dem Teil müsst ihr wirklich aufpassen. Denn hier ist nämlich ein Kabel drin. Das geht ins Mainboard. Das solltet ihr am besten nicht beschädigen oder irgendwie am besten gar nicht erst anfassen. Wenn ihr das hochhebt und dann so ein bisschen umklappt, sodass das Kabel hier noch drin bleibt, ist es okay. Dann kommt ihr nämlich hier so an diesen an dieses Gitter ran. Und da ist auch recht viel Staub. Ich könnte jetzt mal. Mir fällt gerade ein, ich habe einen Kreuzschraubendreher da, der so mit so einem Griff ist. Vielleicht passt der hier rein. Wir sehen uns gleich wieder. Ich probiere es mal aus. So, da bin ich wieder. Ich habe das mal probiert. Aber dafür ist der Schraubenzieher einfach zu fett, den ich gefunden habe. Aber ich finde auch, wenn man das Netzteil noch rausoperiert, das geht schon so aus dem normalen Durchschnittsbereich für Durchschnittsmenschen raus. Das wird dann schon in den anspruchsvollen Bereich verschoben. Und es reicht vollkommen aus, wenn ihr nach 3 Jahren oder wenn eure Garantie abgelaufen ist, ich glaube, Sony gibt ein Jahr Garantie, dann reicht es aus, wenn ihr bis hier arbeitet und ein bisschen Druckluft einfach reinlasst, dann ist das auf jeden Fall gut. Und ich meine, nochmal, um es euch zu zeigen, vielleicht sieht man das hier, sieht man so durch die, da ist das Gitter und da ist halt auch noch Staub dran. Aber wie gesagt, mit Druckluft, das reicht aus.
Na, also wenn ihr bis hier kommt und das vom Staub befreit, dann wird eure PS4 locker wieder leise sein wie ein Kätzchen. Ne? Es lässt sich nicht vermeiden, dass die PS4 halt nochmal laut wird. Denn die PS4 ist halt einfach eine laute Konsole. Aber das ist auf jeden Fall gut für die Konsole, weil halt auch, ne? Vom Staub befreien und so. Gut, dann setzen wir sie mal wieder zusammen. Das Gehäuse wird einfach wieder so raufgesetzt, dass es schön einrastet. Und dann holt ihr einfach wieder eure Schrauben. Ich habe jetzt schon meinen Schraubenzieher weggemacht, ich Trottel. So, T9, nee, das ist T10. Da. So. Und dann dreht ihr eure Schrauben wieder rein. So einfach ist es. Es ist ja gar nicht so schwer. Ich dachte immer zuerst, oh Gott, die Konsole aufschrauben. Viel zu schwer, hoch. Aber nee, es ist gar nicht so schlimm. Bei der PS3 war es so, dass die mega scheiße war. Ich habe einmal meine PS3 auseinandergenommen. Ich hatte eine fette PS3. Und die war so scheiße auseinanderzunehmen. Das, ach Gott, nee. Man musste irgendwie dann das Oberteil abnehmen. Standard, da musste man da Schrauben entfernen, dann musste man da aufpassen, dass man das Kabel nicht durchreißt und da war dann irgend so ein Band, das man nicht durchreißen durfte. So ein Kabelband, ach keine Ahnung. Mega kompliziert. Bei der PS4 ist es wirklich einfach, weil man da nicht so tief in die Materie rein muss. Ich weiß nicht, wie es bei der PS4 Pro oder so ist. Wie gesagt, das geht auch bloß mit der PS4. Die Slim ist, glaube ich, auch wieder anders. Das wäre noch eine der ersten PS4s, die jemals gebaut wurde. Naja, nee, 2014. Kann sein, dass es schon das zweite Modell ist. Ich weiß es echt nicht. Aber ja, das war mein kurzes Video. Ich habe einfach mal gedacht, dass es Leute gibt, die meine Videos gucken und für die das eventuell interessant sein könnte. Falls ihr eine PS4 habt, meine treuen Zuschauer, könnt ihr das gerne machen. Es ist nicht schlimm. Ihr müsst echt keine Angst haben, solange ihr vorsichtig seid und das macht dann. Dafür wird auch nichts passieren. Denn ihr kommt nirgendwo an das Mainboard, also das bleibt alles noch unten. Ihr macht ja bloß den Lüfter sauber. Na, aber wie gesagt, eure Garantie ist dann für den Arsch. Also macht's am besten nach der Garantie, nicht davor. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.